Okay, also wir haben hier noch zwei Dellen, an denen wir das Gerät jetzt demonstrieren. Das heißt, ich gehe erstmal von außen auf die Delle drauf und näher mich dann langsam der Mitte. Jetzt schaue ich erstmal, ob das nicht schon zu heiß ist. Ja, es ist zu heiß, das heißt, ich springe direkt zu meiner zweiten Delle und ziehe da auch von außen nach innen. So. Okay, na, die muss ich jetzt noch abkühlen lassen. Jetzt schaue ich mal bei meiner ersten Delle. Ja, die ist schon genügend abgekühlt, das heißt, ich kann da weitermachen. Und immer schön vorsichtig, denn wie schon gesagt, wenn ich zu lang drauf bleibe mit dem Induktionskopf, verbrennt der Lack und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ja. Okay. Aber Sie sehen, ich komme hier also wirklich sehr schnell voran. Das heißt, die aus meiner Sicht hintere Delle ist, soweit ich das beurteilen kann, schon fast vollständig beseitigt. Noch nicht ganz. Das heißt, ich muss noch ein bisschen weitermachen hier. Jetzt gehe ich mal direkt drauf. Okay, dann mache ich jetzt wieder mit meiner vorderen Delle weiter. Das Induktionsgerät ist übrigens auch jetzt für professionelle Dellendrücker hauptsächlich auch als Hilfsmittel nur geeignet. Ja. Denn größere Dellen können Sie natürlich nicht komplett mit dem rausziehen mit dem Gerät. Aber das erleichtert die Arbeit ungemein. Ja. Und wie Sie ja sehen, kleinere Dellen, die kriegt man sogar sofort auf Anhieb raus, ja, mit dem Gerät. Also die hintere Delle ist jetzt, soweit ich das beurteilen kann, vollständig draußen. Die vordere ziehe ich jetzt nochmal ein bisschen vor. Okay, die ist jetzt maximal vorgezogen, das heißt, ich muss jetzt eben noch das Finish machen. Okay, also wir haben jetzt die Dellen mit dem Induktionsgerät, soweit es möglich ist, bearbeitet. Das heißt, das Finish macht man jetzt einfach mit einem Druckeisen. Genau, aber das ist schon mal jetzt viel einfacher, als das am Anfang war.